Hallo und herzlich willkommen bei Minibeck Nano Aquaristik, meinem kleinen Aquaristikgeschäft hier in Cuxhaven an der Nordsee. Ja, heute möchte ich mal eine kleine Beckenvorstellung machen. Sowas hatte ich bisher auf meinem Kanal ja noch nicht. Und Anlass ist dieses kleine Schätzchen hier. Ich glaube, das wirkt auf dem Video sogar größer, als es eigentlich ist. Es umfasst nur 13 Liter. Das liegt wahrscheinlich so ein bisschen an der Form. Eigentlich kennt man diese kleinen Aquarien ja so als Cubes, die habe ich hier auch, die sind unheimlich beliebt. Ich persönlich mag aber eigentlich diese längliche Panoramaform lieber. Die Tiere haben auch ein bisschen mehr Schwimmfläche und gerade bei so wenigen Litern ist da jeder Zentimeter wichtig. Ja, man kann sie einfach auch besser einrichten, wie ich finde, weil bei den Cubes muss man immer sehr an die Höhe denken. Ja. Dieses Video mache ich, weil dieses kleine Schätzchen hier, das ist so ein bisschen mein Ladenhüterli. Das ist ja jetzt schon seit, ich habe angefangen im Januar und im Dezember letzten Jahres, also jetzt schon fast ein Jahr her, habe ich dieses Becken eingerichtet. Und eigentlich ist es normal, dass so ein paar Monate vergehen, bis so ein fertig eingerichtetes Becken, so ein Komplettset dann verkauft ist. Ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, das gehört halt zu den Komplettsets, die ich hier anbiete. Das heißt, das Becken komplett fertig eingerichtet, eingefahren und mit der Technik zusammen und teilweise auch mit dem Besatz. Also die ganz älteren Becken, wie dieses hier jetzt zum Beispiel, das ist das älteste. Die habe ich jetzt auch besetzt. Das habe ich jetzt zwei Stück hier, die ich mit Tieren besetzt habe. Schnecken sowieso, die finde ich immer ganz wichtig im Becken. Gerade die Turmdeckelschnecken, das sind ja unsere Regenwürmer, also die sind da drin. Dann sind da rote Posthornschnecken drin und die White Bee Ghost habe ich da eingesetzt. Ja, das sind so die groben Fakten über dieses Becken. Und es ist jetzt schon so lange bei mir im Laden, ich weiß nicht, woran es liegt. Alle anderen, die ich in der Zeit eingerichtet habe, sind lange schon verkauft und irgendwie ist mir auch ein bisschen ans Herz gewachsen. Es sitzt hier so als Maskottchen und wartet immer noch auf ein Zuhause. Ich gebe euch am Ende des Videos mal so ein paar Nahaufnahmen. Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, woran es liegen könnte. Denn es läuft wunderbar. Es hatte eine Algenphase so im Frühjahr, also wo man eigentlich denken würde, jetzt müsste so die Einfahrphase vorbei sein. Die war eigentlich recht unspektakulär und es gab auch keinen großen Nitritpeak. Aber dann im Frühjahr ging das los mit so braunen Schmieralgen. Die habe ich aber einfach ausgesessen. Das hat ein bisschen gedauert und dann waren sie weg. Und jetzt hat sich alles recht gut etabliert und seitdem läuft das Becken komplett algenfrei. Das ist gar kein Ding. Ich mache einen regelmäßigen Wasserwechsel einmal die Woche, so ungefähr bis hier. Einmal im Monat prüfe ich die Wasserwerte. Das mache ich ja bei allen Becken prophylaktisch sozusagen. Und die Scheiben bräuchte ich eigentlich gar nicht reinigen. Das mache ich aber halt einmal in der Woche mit dem Wasserwechsel zusammen auch immer. Dann lichte ich ab und zu mal das Moos aus. Da ist so eine Mischung an Moos drin. Das habe ich dann später eingesetzt. Als die Algenphase so groß war, wollte ich was Schnellwachsendes reinhaben, weil ich ja doch viel mit Aufsitzerpflanzen halt arbeite. Da ist so ein Moos-Mix drin, Stringy Moss und ich glaube auch so ein bisschen Christmas Moos ist dabei. Ja. Ja, und dann habe ich die Bucephalandra Kedergang, die Bucephalandra Wavy Green, eine Starogyne ist drin und der Bolbitis und was haben wir noch? Ja, der hat es ziemlich abbekommen mit den Algen, deswegen ist er da auch so braun geworden. Er kommt aber gut nach, das Rhizom hat überlebt, aber er ist ja sehr, sehr langsam wachsend. Deswegen habe ich gedacht, ich gebe mal ein bisschen Schub mit dem Moos. Und ein kleiner Java-Farn ist auch noch drin. Ja, eingerichtet ist das Ganze mit rotem Lavastein. Das sind so 10 rote Lavasteine in der Größe, dann noch ein paar kleinere als Akzente. Spiderwood, das ziemlich dunkel geworden ist, das ist ja beim Spiderwood normal. Erstmal war es ein schöner heller Kontrast, aber das dunkelt immer nach, muss man beim Einrichten halt immer dran denken. Und ich habe zwischendurch auch, ich glaube das war halt auch im Frühjahr, als diese Algenphase war, den vorderen Bodengrund einmal abgesaugt und dann ausgetauscht. Ich hatte dann nämlich überall so ein bisschen grobkörnigeren weißen Kies drin. Den habe ich abgesaugt und ersetzt durch so ganz fein und den weißen Kies habe ich dann nur noch mal so als Deko ein bisschen drüber gestreut. Hinten drin ist Lavagranulat und gemischt mit so ein bisschen Zäun. Ja, und das war es eigentlich so an technischen Daten. Das ist alles von der Firma Blau, ich habe aber kein Sponsoring
oder keine Kooperation. Das ist halt eine Firma, die ich hier anbiete. Gerade die Becken finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein Basic-Modell, das bedeutet, es ist Float-Glas. Und die kommen dann immer mit einer Abdeckscheibe, mit Halterung. Die Abdeckscheibe ist aus Glas, dünnes Glas. Und die Halterungen sind dann aus Acryl. Und hier unten dann noch so eine Unterlegmatte. Das ist dann komplett dabei. Und ich habe da noch angebracht eine Pico Lumina Blau. Wie heißt die? Pico? Ja, Pico Lumina von Blau. Und dann habe ich noch einen kleinen Rucksackfilter, so einen Nano-Rucksackfilter. Das ist der FM60 Nano-Rucksackfilter. Ja, zufälligerweise in diesem Set jetzt alles von Blau an der Technik. Das ist aber nicht immer so. Ich habe auch andere Firmen, die ich dann auch mische oder sowas. Aber das passt hier halt sehr gut zum Becken. Ich finde halt diese Lampe auch sehr schön. Die ist halt beweglich. Und hier auch in jede Richtung. Also die könnte man auch höher machen, wenn man zum Beispiel Pflanzen hat, die rauswachsen oder so. Das funktioniert ganz gut mit dieser Lampe. Und ich mag die optisch halt auch, weil die wirklich nicht, also die ist völlig unauffällig eigentlich. Ne? Das mag ich eigentlich immer ganz gerne. Und sie ist nicht so schwarz. Das Schwarz finde ich immer, knallt dann immer sehr so drauf und wirkt dann so schwer obendrauf. Und die hier wirkt ganz leicht und luftig. Das finde ich ganz nett. Ja, Rucksackfilter ist natürlich von Vorteil bei kleinen Becken. Da hat man immer noch mal so ein kleines bisschen mehr Wasservolumen, das man einbringen kann. Oder Außenfilter, Topfilter und so weiter. Finde ich eigentlich immer von Vorteil bei kleineren Becken. Obwohl ja auch die Innenfilter ihre eigenen Vorzüge haben. Das muss man dann immer ein bisschen absehen. Je nachdem, wie gut man oder wie oft man warten kann und so weiter. Ja, eine Rückwandfolie habe ich auch drin. So eine Milchglasfolie ist dabei. Das ist alles als Komplettset so. Und ich gebe euch gleich mal so ein paar Nahaufnahmen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, woran es vielleicht liegen mag, dass das jetzt mein Ladenhüter ist. Und andere Becken, die ich persönlich gar nicht so schön fand wie dieses, die sind dann verkauft worden, obwohl die gleich alt waren. An irgendwas muss es liegen, irgendwo muss der Haken sein. Ich habe schon den Tipp bekommen, es ist halt ein bisschen braunlastig, so herbstlich. Obwohl ich das persönlich ganz schön finde, gerade mit dem Kontrast mit den hellen Tieren. Ich habe ja die White Bee da drin. Ihr müsst gleich mal schauen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch viel Spaß bis dahin. Macht's gut, bis bald.